kommt mit, ich nehme euch gerne mit. Die Körpersprache von Fernando Montes drückt schon seine Haltung aus. Der Rektor der Universität, Alberto Hurtado, ist ein Mann ohne Berührungsängste. Zu seinen Studenten pflegt er ein fast freundschaftliches Verhältnis. Auch in schwierigen Zeiten wie diesen, wo so viele Studenten gegen die ungerechte Bildungspolitik Chiles auf die Straße gehen. Auch Fernando Montes missfällt vieles. Und er kritisiert es auch in aller Offenheit. El conocimiento es más que la técnica, que es más que las fórmulas científicas positivas. Bildung ist doch mehr als die reine Aneignung von Wissen. Das wirtschaftliche Modell, das in den 80er Jahren in Chile eingeführt wurde, das neoliberale Modell der Chicago Boys, konzentriert sich absolut auf den wirtschaftlichen Erfolg. Das hat auch Gutes, aber es vernachlässigt wichtige Aspekte. Ein Beispiel: Man wünscht sich von uns Universitäten, dass wir gute Kontakte zur Industrie pflegen. Das ist okay, aber eine Uni muss sich doch auch mit der Welt der Künste und der Politik verbinden. Pero también una universidad tiene que relacionarse con el mundo de las artes, con el mundo de la política. Dafür arbeitet Pater Montes und er versucht auch jungen begabten Menschen aus unteren Schichten ein gutes Studium zu ermöglichen. Nicht einfach in einem Land wie Chile, wo die Klassenunterschiede seit Jahrhunderten festgeschrieben sind. Das größte Problem im chilenischen Bildungssystem ist die Ungleichheit. Einer der größten Ungleichheiten auf der ganzen Welt. Es hängt vollkommen vom Einkommen der Familien ab, welche Bildung die Kinder kriegen. Die Inhalte, die Qualität, alles hängt vom Einkommen der Eltern ab. Ich bin dafür, dass die Kirche im Bildungssystem eine große Rolle spielt. Sie kann viel bewegen. Sie sollte ihre Werte auch in die chilenische Gesellschaft einbringen, zum Beispiel Respekt und Mitgefühl. Immer weniger Schüler und Studenten wollen sich mit dem ungerechten Bildungssystem abspeisen lassen. Seit einigen Jahren gehen sie auf die Straße. Die meisten friedlich, doch die Wut über das ungerechte System wächst. Kein Wunder, dass es immer öfter zu heftigen, auch gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Staatsmacht und Studenten kommt. Mehr als 20 Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur Pinochets stehen sich Polizei und Teile der Bevölkerung wieder feindselig gegenüber. Bilder, die besonders erschrecken, weil Chile in den letzten Jahrzehnten zu einem Land mit großem wirtschaftlichem Wachstum geworden ist. Fernando Montes zeigt sich solidarisch mit den friedlich demonstrierenden Studenten. Die Forderungen der Studenten sind gerecht. Ich selbst bin auch schon mit ihnen auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren. Denn ihre Forderungen nach Qualität und mehr Gleichheit im Bildungssystem sind gerecht. Leider mischt sich in die friedlichen Proteste fast immer eine kleine Gruppe von Jugendlichen ein, die sich Kapuzen überziehen und die nur zerstören wollen. Ampeln, Geschäfte, sie stecken Autos an. Und das akzeptieren die chilenische Öffentlichkeit und die Medien nicht. Auch die katholischen Universitäten sind Akteure im Bildungssystem Chiles. Dass Bildung immer mehr als Ware betrachtet wird, die den Regeln des freien Marktes unterworfen ist, ärgert Fernando Montes. Leider wurde im neoliberalen System Chiles auch die Bildung zu sehr dereguliert. Und in dem brutalen Wettbewerb zwischen privaten und öffentlichen Anbietern auf dem Bildungsmarkt hat der private Sektor einfach viel mehr Mittel zur Verfügung, um zu wachsen. Und so ist heute eine der wichtigsten Forderungen an den Staat, dass er das Bildungssystem besser kontrolliert und selbst bessere Bildung anbietet. Que haya más control y que haya más mejor calidad en la educación que el Estado ofrece. Immer wieder erhebt Pater Montes das Wort gegen das ungerechte Bildungssystem Chiles. Das macht ihn glaubwürdig bei den Studenten ebenso wie bei großen Teilen des katholischen Klerus, der besorgt ist über das Auseinanderdriften der chilenischen Gesellschaft. Pater Fernando Montes ist einer der beliebtesten Priester von ganz Chile.
Er ist bekannt für seine pastorale Arbeit ebenso wie für seine intellektuelle Fähigkeit. Er hat eine sehr wichtige, umfassende Vision, ganz im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich schätze seine moralische Statur und genauso seine theologische. Er ist ein Mann mit einer sehr feinen Vision für das Bildungssystem. In den unterschiedlichsten Kreisen setzt er sich unermüdlich dafür ein, dass auch die Armen besseren Zugang zur Bildung bekommen. Y que ha impulsado también en muchos círculos de Chile una preocupación por la educación y sobre todo por la educación de la gente más desposeída. Viele Jahre lang führte Fernando Montes die wichtige intellektuelle Kirchenzeitschrift Mens Sache, zu Deutsch Botschaft. Adveniat unterstützt die Arbeit von Mens Sache. Immer noch mischt sich Fernando Montes gern mit ein in die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen. Er ist seit vielen Jahren eine der wichtigsten Stimmen im Kampf gegen die Ungerechtigkeit im Bildungssystem Chiles.